Ja, ich habe mich gefragt, warum machen wir das Ganze? Also jetzt nicht das mit dem Fundraising, das sehe ich schon ein. Aber warum machen wir Online-Fundraising, beziehungsweise was können wir da eigentlich messen, beziehungsweise was ist meine Lieblingserfolgskennzahl? Weil wer sich so einmal im Jahr die tolle neue GfK-Studie anschaut, der sieht dann irgendwie Anteil Online-Spenden 1,3%. Letzte Zahl, das ist jetzt noch so ein bisschen mäßig. Und natürlich gibt es da andere Studien, die kommen auch auf schöne größere Zahlen. Aber selbst Altruja gibt die Zahlen nicht mehr raus, wie viel insgesamt Online-Spend machen, sondern sagt nur noch, ja, die Leute finden das wichtig oder so. Und das Ganze vor einer Kulisse von nach wie vor sinkenden Spenderzahlen. Also wir haben ja jedes Jahr eigentlich mit so ein paar Ausreißern steigende Spendeneinnahmen bei gesamt sinkender Spenderzahl. Wir sind jetzt gerade bei einem Drittel im letzten Jahr gewesen, also etwas über 30% der Menschen über 10 Jahre, ich weiß nicht, wie Sie auf die Zahl kommen, sind Spender. Wir waren schon mal bei über 50%. Und das finde ich so ein bisschen erschreckend. Das heißt, eine für mich am relevantesten Faktoren allgemein von Fundraising ist, wie bekommen wir Neuspender? Da haben wir so die klassischen Formen von Neuspendergewinnung. Das erste ist Werbung, Plakate, Anzeigen, all das mit relativ schlechten Response-Möglichkeiten, weil da hat man dann irgendwie einen QR-Code, den niemand nutzt, oder man hat irgendwie eine Spendenkontonummer oder so. Aber das Ganze ist eigentlich eher Branding als direkte Spenderwerbung. Dann haben wir Face-to-Face, was gut funktioniert, relativ aufwendig ist und unbestimmte externe Kosten hat, nenne ich es mal. Also wo wir einfach nicht ganz wissen, was das auch mit den Leuten macht, die halt nicht am Stand stehen bleiben, sondern die denken die schon wieder. Und als dritte große Möglichkeit haben wir natürlich den Listenkauf, der gelinde gesagt schwieriger wird in den letzten Jahren und in der Zukunft jetzt auch nicht unbedingt die Zukunft sein wird. Und all das geht relativ nach draußen. Das heißt, wir sprechen sehr aktiv neue Leute an. Das geht ein bisschen dahin, was Andreas vorhin meinte. All diese Maßnahmen gehen erstmal raus. Die sind outbound mehr oder weniger. Da rufen wir Leute an, da sprechen wir Leute an. Wir kleben ihnen das Plakat irgendwie an der S-Bahn, wo sie eigentlich doch nur irgendwie in Ruhe Spiel online lesen wollen oder so. Direkt nach vorne. Und haben da noch relativ wenig Zielgruppenselektion. Das heißt, wir haben im Optimalfall irgendwie mal einen Stadtteil, den wir uns auswählen, weil man da ein bisschen erfolgreich ist. Und deshalb ist das für mich die große Chance, die Online hat, weil wir da mit den meisten Maßnahmen, wenn wir jetzt von der Online-Werbung absehen, eigentlich inbound sind. Das heißt, all das ist immer nutzergetriggert. Die große Frage, wie kommen die Leute erstmal zu uns auf die Homepage? Die Leute haben in der Regel ein Bedürfnis. Die wollen was wissen, die Antwort vorhin, guter Content, die wollen sich über was informieren, die wollen irgendwas. Das heißt aber, es hängt bei ihnen an. Und das ist die große Chance, die wir da haben, weil es einer der einfachsten Kontakte ist, die man zu NGOs hat. Bei fast allen anderen Möglichkeiten, jetzt mit Ausnahme vielleicht von den vielen Ehrenamtlichen, teilweise Kirche noch, wo man immerhin vielleicht ab und zu mal noch am Sonntag hingeht oder so, da haben wir die Möglichkeit, jemanden abzuholen, der etwas will. Und dann hoffen, dass die Besucher bei uns landen und dann etwas mit ihnen machen und dann vielleicht nicht sie direkt um eine Spende bitten, sondern sich vielleicht mal einen Beziehungsaufbau zu überlegen und als E-Mail zumindest für gewisse Zielgruppen nicht das Allerschlechteste. Und von da aus dann upgraden. Und upgraden heißt dann nicht immer nur online. Die meisten Upgrade-Möglichkeiten funktionieren auch bei Onlinern nach wie vor offline am besten. Das heißt, auch bei online gewonnenen Spendern sind wir mit Offline-Maßnahmen sehr gut dabei, weil wenn wir mittlerweile 77% der Deutschen haben, die auch online sind, dann ist das keine Parallelwelt mehr, sondern dann ist das halt nun mal die reale Welt. Das heißt, es sind keine Onliner. Wenn wir einen online gewonnenen Spender haben, dann ist das ein Spender. Dann ist das jemand, der ein Interesse an uns hat und nicht, ja, das sind die Onliner, jetzt dürfen wir dem keinen Brief schreiben oder so. Natürlich sollen wir dem keinen Brief schreiben, wenn der 3 Euro per SMS gespendet hat. Aber wenn er 100 Euro online gespendet hat, dann soll er auch einen Anruf bekommen oder was auch immer ich da habe. Und deshalb ist für mich die Kernkennzahl von Online-Fundraising der Anzahl von Neuspendern, die wir dadurch gewonnen haben. Und da, so als Beispiel von ein paar Organisationen, sind wir schon deutlich höher, deutlich über diesen 1,5%, selbst in
sehr konservativen Organisationen sind wir da bei 20-30% jetzt schon und der Rest kommt dann eben über Listenkauf oder über Face-to-Face, was beides deutlich aufwendiger ist in dem Prozess. Genau, und das ist meine Lieblingszahl und das verdeutlicht auch gleichzeitig, dass wir, wenn man sich diese komische Spenderpyramide anschaut, da ganz unten eben mit online häufig ansetzen können. Das heißt nicht, dass wir an den anderen Ebenen da nicht ansetzen, also jeder Unternehmens-Fundraiser, der nicht bei Xing ist, der sollte sich einen anderen Job suchen oder so. Aber auch da hilft online und wenn wir E-Mail mit so online zählen, sollte hoffentlich kein Fundraiser mehr geben, der nicht auch in der Lage ist, auf eine E-Mail freundlich zu antworten. Aber dieser untere Bereich, nämlich Interessierte zu erreichen und dann in die Organisation reinzuholen, sei es erstmal über E-Mail, sei es über Social Media, das ist meine Lieblingskennzahl. Jetzt würde mich interessieren, was eure Lieblingskennzahl ist.